Hallo und herzlich willkommen auf mirella.de. Wir schauen uns nun zwei Aufgaben an, die wir mit Hilfe der ganzen Ableitungsregeln, die wir hatten, Produktregel, Kettenregel, bestimmen können. Nämlich haben wir die Funktion f von x gleich 2x plus 5 mal e hoch minus x. Das heißt, wir haben ein Produkt, das heißt, wir müssen die Produktregel anwenden. Die Produktregel hieß ja f' von x. U' mal V plus U mal V'. Wenn wir es jetzt mal schauen, U von X, das eine Produkt, ist 2X plus 5 und das V von X, das zweite Produkt, ist E hoch minus X. Jetzt müssen wir die beiden ableiten, damit wir die Produktregel anwenden können. U' von X, das ist noch einfach, das ist gerade hier 2, aber was ist V' von X? Denn E hoch minus X, das können wir nach unseren Maßgaben mit der Produktregel allein, direkt mit dem Auge noch nicht ableiten. Daher brauchen wir die Kettenregel, weil wir wieder zwei Funktionen ineinander geschachtelt haben, nämlich e hoch x und das minus x. Das heißt, jetzt müssen wir die Kettenregel benutzen. Das heißt, wir definieren das hier als Hilfsfunktion, weil hier das wissen wir ja noch nicht. Also tun wir jetzt einfach so, als wäre das jetzt eine neue Aufgabe, das hier abzuleiten. Nehmen wir das mal h von x. Die Hilfsfunktion h von x ist gerade e hoch minus x. Und jetzt wollen wir diese Funktion ableiten. Und das müssen wir mit der Kettenregel tun. Die Kettenregel, die innere Funktion v von x ist hier gerade das, was hier oben steht, nämlich minus x. Und die äußere Funktion ist e hoch v. Also u von v gleich e hoch v. Und das können wir dann ableiten. V' von x, minus x abgeleitet ist minus 1. Und u' von v. Nun, e hoch v bleibt e hoch v. Und jetzt, wir wissen ja, die Kettenregel abgeleitet, h' von x ist also dementsprechend u' mal v'. Das heißt, minus 1 mal e hoch v. Also gerade minus e hoch v oder v noch eingesetzt, minus e hoch minus x. Jetzt wissen wir also mit Hilfe dieser Hilfskonstruktion, wissen wir das jetzt hier oben, v' von x in der Produktregel oben, gerade minus e hoch minus x sein muss. Und jetzt können wir die Produktregel anwenden. Jetzt haben wir nämlich alles. U' mal v ist 2 mal e hoch minus x. Plus u mal v'. Also 2x plus 5 mal minus e hoch minus x. Können wir noch ein bisschen vereinfachen. Nehmen wir zum Beispiel die e hoch minus x ausklammern. Was bleibt hier übrig? 2 plus 2x plus 5 mal minus 1. Ja, das e hoch minus x ist da draußen. Können wir noch weiter vereinfachen als e hoch minus x. Also 2 minus 2x minus 5 wäre dann dementsprechend e hoch minus x. 2 minus 5 ist minus 3, also minus 2x minus 3. Das wäre also die Ableitung, völlig ausmultipliziert dieser Funktion da oben. Schauen wir uns eine andere Funktion an, nämlich die Funktion g von x. Das ist gerade 1/2 e hoch 3x mal Cosinus 2x. Da brauchen wir wieder eine Produktregel, weil hier auch wieder ein Produkt existiert. Das heißt, wir gehen genauso vor wie gerade eben, die Produktregel ist nämlich gerade u von x ist 1/2 e hoch 3x und v von x ist gerade Cosinus 2x. Wenn wir jetzt wieder nach u' und v' suchen, um die Produktregel anzuwenden, können wir wieder nicht direkt machen. Ja, e hoch 3x wissen wir nicht, was das direkt abgeleitet ist. Und Cosinus 2x können wir auch nicht. Das heißt, wir haben wieder hier zwei Fragezeichen, die wir separat beantworten müssen. Das heißt, wieder mit der Kettenregel operieren mit einer Hilfsfunktion. Das heißt, wir schauen uns erstmal an diese Funktion. 1/2 e hoch 3x, was ist die abgeleitet? Nennen wir die Funktion mal k von x. Ist 1/2 e hoch 3x. Leiten wir die ab. Da brauchen wir die Kettenregel.
Was ist hier die äußere, die innere Funktion? Die innere Funktion ist, was hier oben steht, das ist nämlich 3x. Also v von x gleich 3x. Und u von x, die äußere Funktion ist 1/2 e hoch v. Das hier ist abgeleitet, v' von x ist 3 und u' von x ist gleich 1/2 e hoch v, bleibt 1/2 e hoch v, der Vorfaktor bleibt erhalten und e hoch irgendetwas, also e hoch x bleibt e hoch x, das heißt hier steht auch 1/2 e hoch v. Und jetzt wissen wir es, was hier rein muss, hier oben. Abgeleitet ist die Kettenregel nämlich gerade u' mal v', das heißt 3 mal 1/2 mal e hoch v. Das heißt 3 mal 1/2 ist 3/2 mal e hoch v, also e hoch 3x. Jetzt fehlt uns noch diese Funktion hier. Was ist die Ableitung von Cosinus 2x? Machen wir wieder die Hilfskonstruktion mit L von x als Cosinus 2x. Machen wieder Kettenregel. Das ist das v von x. Die innere Funktion ist hier gerade 2x. Und die äußere Funktion u von v. Was umschließt das 2x? Nämlich gerade Cosinus v. Abgeleitet ergibt das v' von x. 2x abgeleitet ist 2 und u' von v. Nun, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Das heißt, wir haben minus Sinus v. Und jetzt auch hier können wir wieder direkt mit Hilfe der Formel u' mal v' die Ableitung bilden. Das ist gerade 2 mal minus Sinus v. Und v steht hier, also 2x. Minus Sinus 2x. Wir können es auch noch umschreiben als minus 2 Sinus 2x. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen für die Produktregel. Das heißt, wir können schreiben, g' von x ist gleich u' mal v plus u mal v'. Leiten wir ab. u' ist 3/2 mal e hoch 3x mal v mal Cosinus 2x plus u. Moment. U ist 1/2 e hoch 3x mal v' minus 2 Sinus 2x. So, und jetzt können wir wieder vereinfachen. Was kann man hier ausklammern? E hoch 3x können wir ausklammern. Machen wir das mal. E hoch 3x. Was bleibt hier übrig? 3/2 Cosinus 2x bleibt aus dem ersten übrig. Was bleibt hier übrig? 1/2 kürzt sich mit 2 weg. Das heißt, es bleibt übrig minus Sinus 2x. Das wäre die Ableitung dieser Funktion. Nun, das war ein weiter Weg. Man kann sich sehr leicht verheddern bei den ganzen Kettenregeln und Produktregeln. Aber das ist nun mal der einzige Weg, um solche Funktionen abzuleiten. Dankeschön.